In diesem Video geht es um die Abstandsmessung auf Freiformflächen. Wir haben hier unser Modell und ich kann jetzt auf dieses Modell ein Abstandsgitter drauflegen. Das ist dieser Befehl hier. Ich muss das Objekt auswählen und dann erzeugt dieser Befehl hier konzentrische Kreise. Also die Anpassung von konzentrischen Kreisen mit festen Radien von einem gegebenen Punkt. Die Ra Kreise sind jeweils 5 mm voneinander weg. Und wenn man so einen Kreis auf eine Oberfläche drauflegt, wird der verformt. Das heißt, an manchen Stellen wird der jetzt gestaucht und an anderen Stellen ist hier draußen dann zu wenig Material da. Das heißt, es gibt hier eine Spannung. Das Erste, was ich machen kann, ist, dass ich dieses Objekt im Durchmesser vergrößere. Standardeinstellung ist 24 mm und ich gehe jetzt mal auf 40 mm. Dann haben wir den Kreis so. Ich schalte jetzt auch mal die Map aus und dann sehen wir, wie diese Kreise jetzt hier im Raum liegen. Und wir sehen hier mit den roten Spitzen, dass an diesen Stellen Druck existiert. Das heißt, wenn ich hier die Kreisfläche drauflege, an dieser Stelle würde sich das Material überlappen oder es müsste gepresst werden. Und es gibt hier so kleine weiße Punkte, die signalisieren mir, dass hier Zug herrscht. Wenn ich jetzt meine Distanzmessung auf meinem Schuh oder auf meiner Fläche verändere, dann ändere ich hier die Koordinate. Ich nenne also diese U-Koordinate, gehe von 50 mal runter auf 30. Da sind wir so in der Mitte der Fußsohle. Gehen wir noch ein Stück weiter runter. 30, also jetzt auf dem Vorderfuß. Und jetzt sehen wir hier also schon Stellen, wo hier eine Verformung stattfinden könnte. Und damit man das besser sieht, kann man jetzt hier dieses Grid Size, diesen Parameter erhöhen und gehe ich von dem mal auf das Dreifache, aber auf 60. Das ist einfach nur eine Skalierung und dann sehe ich hier schon etwas mehr. Das heißt, ich sehe hier, roter Bereich haben wir Druck, auch hier haben wir Druck, hier drüben ist Zug. Das auf der Schuhsohle hier vorne, auf der Schuhzunge hier vorne ist es ja relativ moderat mit der Spannung. Das sieht man, wenn man sich die Schuhe selbst anschaut. Was passiert aber jetzt, wenn ich diesen Kreis zur Seite rüberschiebe? Dazu ändere ich jetzt mal den V-Parameter von 50 auf erstmal 60 und dann rutscht er hier so auf die Seite drauf und jetzt sehen wir, hier ist schon mal sind viel stärkere Verspannungen da und wenn ich dann wieder zurückgehe, merke ich, wie diese Spannungen wieder geringer werden. Hier auf der Zunge sind die ganz gering. Und wenn ich jetzt weiter rüber gehe auf die andere Fußseite, merke ich, sobald ich über die Kante gehe, wird die Verformung wieder extrem. Und das Material geht in Spannung. Wenn ich dann hier auf der Seite bin, dann komme ich in einen Bereich rein, wo auch die Verformung wieder geringer ist. Und wenn ich jetzt nach hinten gehe, auf die Seitenfläche vom Schuh, dann sehe ich hier, gibt es eigentlich so gut wie keine Spannung. Das ist auch der Grund, warum dieses Stück hier ein komplettes Lederstück ist, weil das eigentlich nicht verformt wird, genauso wie die Zunge hier vorne ein komplettes Lederstück ist. Ich blende die mal aus. Wir schauen uns nochmal zwei Beispiele an. Nochmal einen extremen Beispiel für Zugspannung. Also dann, wenn es von der Zunge hier auf die Seitenflächen rausgeht, hier und hier haben wir Zugspannung. Das sieht man auch bei der Konstruktion von Schuhen, wie diese Zugspannung dann abgefangen wird durch extra Riemen. Und wir haben hier oben, da ist natürlich kein Leder, weil da ist ja normalerweise der Fuß da, aber hier oben auf diesem Hügel habe ich jetzt extreme Druckspannung. Das ist auch klar, wenn ich hier ein Papier drauf lege und presse das gegen den Fuß, dann merke ich das, wie das hier
knittert. Das heißt, es ist zu viel Material da und das muss dann irgendwie abgenommen werden. Die Befehle findet man einmal in der Symbolleiste und die andere Stelle, wo man diese Befehle findet, hier bei Kurven, haben wir schon erzeuge geodätische Linien, bringe einen Patch drauf und das wären diese Kreise, also das Werkzeug, wo ich Abstände und Flächenspannungen visualisieren kann.